Ja, Ihr die seid mir das einmal Beste, was ansehen, wir Jana haben. Jean. Seid stolz drauf und tut es einfach. Ja, dann darfst du gerne einmal nachschauen, was dem WO fehlt. Heilkunde Wunden, Heilkunde Krankheit, Heilkunde Gift, Heilkunde Seele. Denn wir wissen nicht genau, was es ist. Muss man. Deswegen scheint Rodrigo sich einmal kurz aufzurichten über die gesamte Mannschaft und sagen, gut, falls es noch jemand nicht mitbekommen hat, dem 2O geht es momentan nicht gut genug. Ich übernehme so lange das Kommando, bis es ihm wieder besser geht. Das heißt, ich mache das nur in Vertretung. Der 2O bleibt der 2O und ist momentan wegen Krankheit oder zumindest wegen, weil es ihm nicht gut geht, so lange sozusagen vom Dienst befreit und wird ihn sozusagen begleiten. Gut, Ja, weitermachen. alles klar, Leutnant. Währenddessen könnt ihr sehen, wie sich die Frauen gerade ausziehen, ihre nassen Kleidungsstücke sorgsam über einer Liane aufhängen. Auch die ersten paar Seemänner haben damit begonnen. Also jetzt hier Vollmatrose Mopane und Hock und wie sie alle heißen, sind also gerade dabei, sich für die Nacht fertig zu machen. Haben schon gegessen, reiben sich ihre vollen Bäuche und sind glücklich über das Mahl. Man hat zwar die letzten paar Tage keinen Hunger gehabt, aber es ist doch sehr merkwürdig gewesen, wenn man nichts essen musste, auch wenn man keinen Hunger hatte. Auch Rodrigo wird versuchen, wieder dass seine Kleidung hier vernünftig trocknen, sie richtig aufzuhängen, richtig zu Hauswirtschaft stellen. für alle, erschwert um 2. Oh, ich hätte 10 Punkte Erschwernis gepackt. Myria, mach mal. Und ich habe Charisma und 8. So, Myria würfelt Gezorn. Myria, schau dich an, du kannst deinen Scheiß selber machen. Verzeihung, mein Herr. Ich bin gerade noch beschäftigt mit meinen eigenen Sachen. In dem Moment hat sie die Watsche aber schon gefangen. Okay. Also Was soll sie das? reibt sich ihre Wange, die gerade rot wird. Verzeihung, ich wollte nicht ausfallend werden, aber ich muss mich erstmal um meine eigenen Sachen kümmern. Tut mir leid, ich kümmere mich gleich um eure Sachen. Reicht schon, dass der WO sich hier vergisst. Himmels Willen nochmal. Sauhaufen, alle miteinander. Ja, vor deinen Augen zieht sie sich aus, streift sich gerade ihre Lederrüstung über den Kopf und du siehst, sie hat ihre Brüste wohl mit so einem Tuch zusammengebunden, also richtiger, ja, Busenhalter ist es nicht, aber so, dass man eben ihre Brüste nicht sieht, aber oh, so mit dem Schweiß und mit dem Regen, sie sieht echt, oh, muss man sich schon zusammenreißen. Ja, dann herrscht mal vermutliche Verlagerung oder so, wer hier gerade schon noch rumsteht an. Gucke, wenn ich's woanders hin. Ja, du musst dich auch zusammenreißen. Was denn? Effert predigt doch, dass man all seinen Gefühlen nachgehen soll. Ja, und in aller Seelenruhe streift sie sich dann auch nochmal ihre Unterkleidung ab, also die Rüstung, die sie am Bein trägt, zieht sich nach und nach aus und hängt das dann auch zum Trocknen hin, während du ja da stehst und aufpassen musst, dass niemand deinem Schützling zu nahe kommt. Aber um ihre Kleidung, also um deine Kleidung, kümmert sie sich erstmal nicht. Das musst du jetzt selber machen. Hübsche Schenkel hast du, Myria. Dass ich euch ja wohl gleich darüber komme. Was denn? Ich hab's ja nicht angefasst. Noch nicht, Myria. Noch nicht. Die Warte, jetzt Erschwernis ich hast muss du jetzt auf jetzt von eingetragen. proben. Ja, mach gerne. Oder Rachsucht kannst du auch machen. Verdeihung hat Dein zumindest Jeder wird auch geschafft. gestiegen. Oh, was war Ich das jetzt? Jetzt schreite schon? zu Elfandaris herüber. Pack ihn am Kragen. Warte, Hört warte, warte, mal, warte, euer warte, warte, Gnaden! warte. Ephadaios darf gerne einen Schicksalspunkt dafür ausgeben. Für die Eins? Nee, Ja, ne? nee, okay, Nee, gut. nee. Dann mach weiter. Das ist meine Knappin und ich sage, was hier Sache ist. Ja, dass sie nicht mit dir schlafen kann, das tut mir wirklich leid. Aber ich bin ja nicht hier Oh, jetzt fängt er sich Schutzbefohlener. ein. Was? Jetzt fängt er sich eine. Ja, du dürft gerne raufen. Viel Spaß. Ja. Alles klar, warte. Ich habe, glaube ich, die höhere Ini, oder? Was hast du? Ja, Ich würfelt habe mal Maßwert Initiative. Ihr steht von jetzt nackt da. 16. Also nicht in Rüstung, keine Behinderung. Rucksack ist abgelegt. Das sieht schon mal ziemlich gut aus. Ja. Okay, freie Aktion. Vorsicht, Freundchen. Darf ich mich irgendwie noch selbst beherrschen, bevor ich ihn jetzt haue? Du hast eine 1 gewürfelt. Du Na, eins kannst sie auch gewürfelt, du hast recht, ich bestätigen, muss aber ihn. wir müssen das, glaube ich, nicht machen. Du hast recht, ich muss ihn hauen. Ich kenne nur gerade mein dämliches Kampfbogen nicht. Daraus muss natürlich mit den Würfen hier, also mit seinem Ringprobe. Oh, kein Patzer, hast du ein Schwein.
Mit einem Patzer wäre das natürlich. Okay, also mit deinen Ringsachen musst du echt aufpassen. Du kannst aber unter dem ersten Angriff von Jalan wegtauchen. Er greift dich an. Was meinst du, ich muss mit meinen Ringsachen aufpassen? Ring ist ja mehr werfen und schleudern. Und wenn du ihn jetzt hier vom Baumstamm runterschleuderst, dann ja, hast du Ach halt so. einen Adligen auf dem Gewissen. Okay. Damit tauchst du Ich dem ersten möchte. hindurch. Ich tauche hindurch und packe ihn am Arm und mache jetzt einen regeltechnischen Griff, den ich mir um 4 erschwere. Möchte Prodigian eingreifen? Ja, Brindidia, nur Bruderschwestern, beruhigt euch! Dann noch eine Warte, Aktion. hier möchte ich mein Chibi benutzen. Das ist schlecht, denn ich habe nämlich nicht pariert. Ja, dann hat dich jetzt der Ferdi gegriffen. Oh, verdammte! Ich Und kenne die Regeln nicht, der darf jetzt ich gerade trotzdem anderthalb Sekunden angreifen. später hingeschaut hat, ruft drüber: Hört auf mit dem Mist! Alles klar, Der jetzt gerade nur sieht, Brindidian. wie er Verdaius sozusagen dem Jalan gerade den Arm umdreht, um ihn im Griff zu halten. Der soll sich austoben! Schaut lieber auf Myria, die sieht viel besser aus als dieser dumme Streit. Rodrigo, zu euch komme ich als nächstes! Ach so, darum geht's. Entschuldigt. Das ist meine zweite Aktion, um was zu sagen. Herr von Schnattermoor, eure Knappin ist wirklich eine Augenweide. Aber wir machen hier nur Spaß. Wir werden keine Hand an sie legen. Darauf habt ihr auch mein Wort, wenn ihr wollt. Reißt seinen Arm, wenn du ihn dann loslässt, aus deiner Umklammerung. Nee, erstmal will ich gucken, ob du dich beruhigst. Ja, dann knurrt er nur irgendwas Unverständliches zwischen seinen Zähnen hervor. Du darfst nochmal eine Überredenprobe hinterher schmeißen. Das Schwert um 1. Um ihn wirklich zu überzeugen. Sonst ist er einfach nicht davon überzeugt, dass es so ist. Überzeugen oder überreden? Also ich meine das ja so. Ja, ich weiß. Ja, doch, es ist eine Überzeugenprobe. Du willst es ja nicht nur einmalig, sondern du willst, dass er langzeitig davon überzeugt ist. Ja, easy bei deinen Werten. Aber dafür ist es da. Gut, dann, also Jalan, er sagt die Wahrheit. Ich hoffe, du sagst die Wahrheit. Ich meine, dafür muss er keine Probe schmeißen. Ich glaube, sie machen Doch, so. für die Unwahrheit sagt, dafür müsst ihr eine Überredenprobe schmeißen. Würde ich Wie ihm du das so vermutlich verletzt. trotzdem noch glauben. Zumindest ist Jalan davon überzeugt, dass er jetzt in diesem Moment die Wahrheit sagt und dass er sie zwar hübsch findet, aber. Ja, daraus nickte Myria auch nochmal zu. Also die ist ja jetzt wahrscheinlich halb angezogen, so ein. Da ist in Ordnung. Ja, dann knirscht sehr hörbar mit den Zähnen. Rodrigo geht auf Jalan zu, wenn er jetzt gerade losgelassen ist. Jalan, beruhigt euch bitte. Wir sind hier ein militärischer Trupp, der zusammenarbeiten muss. Niemand macht sich hier über irgendwen her, garantiert nicht über euren Schützling. Ich will es gehofft haben. Das ist so. Aber sie ist eine wunderschöne Frau und das könnt ihr nicht abstreiten. Und wenn sie sich hier auszieht, dann schauen die Männer dahin. Und Seid doch nicht während gleich so Rodrigo böse das sagt, deswegen. kannst du sehen, wie der Schweiß mit seinen Bauchmuskeln spielt. Rodrigo selbst sieht auch ganz schön gut aus. Oh. Was zur Hölle? Ja, Rodrigo ist herausragend aussehen. Wenn er sich hier Ja. gerade auszieht, Hauswirtschaftsprobe ist ihm gelungen, steht jetzt also auch irgendwie gerade vor dir. Seine Muskeln spielen im Licht, während er das zu dir sagt. Oh. Na schön. Aber wenn wir wieder auf der Seeadler sind, werden wir es lang und breit klären. Was, wo? Lass uns das doch jetzt klären. Los, komm, wir sitzen und sehen. Du willst nicht, dass wir deine Schützlinge anfassen. Und das hat auch keiner von uns bisher je getan. Ich bin dazu bereit, das jetzt mit dir auszudiskutieren. Ich weiß, dass die Gemüter gerade hochkochen, aber du bist ein intelligenter Mann, mit dem man reden kann. Deswegen schätze ich dich. Und die Nerven liegen ja bei allen ein wenig blank. Du möchtest nicht, dass wir deinen Schützling anfassen, Myria. Und Myria hat bisher auch nicht die Anstalten gemacht, hier irgendwen seine Hände zu nehmen und ihn anzufassen. Also ganz ruhig, nichts passiert und nichts soll passieren. Ich erinnere mich an eine gewisse Reise von Perikum aus. Ja, was ist dort passiert? Lass gut sein. Hat Brindigian eigentlich seine Hauswirtschaft gemacht?
Ja, hat aber nicht geschafft. Hat er nicht geschafft. Ungut. Ziehst du natürlich auch aus, hängst das wie jedes Mal einfach über so einen, ja, vom Regen nassen Ast. Und da kann das dann nicht trocknen, aber das ist dann ein Problem, was du dann morgen hast. Nicht heute. Ist also egal. Die Reise war anstrengend, ihr seid alle ziemlich müde. Aber ich möchte auch noch mit Viborn kurz mal sprechen, mit dem mal genauer anschauen. Kurz bevor du zu ihm gehst, Magister, Ja, Evergine? könnt ihr mir etwas über das Dschungelfieber erzählen? Also, ich weiß jetzt nicht, ob das hier schon jemand hat, aber ich habe da nur Ungutes drüber gehört. Das Dschungelfieber, nun ja, eine tückische Krankheit. In der Regel werden sie von den Moskitos übertragen. Was schaut sich nochmal seine Stiche an. Gut zu wissen. Und was Muss schon sind die... Pech haben, um es zu bekommen. Aber ich werde mir Vibogen einmal näher ansehen. Vielleicht hat er es tatsächlich bekommen, aber es kann aber auch was anderes sein. Ja, In der Regel okay. hilft da nur viel Ruhe, aber das werden wir hier leider nicht haben. Ja, aber schau dir erstmal ihn an und am besten die anderen Leute dann auch mal. Ich glaube, hier würde keiner zugestehen, dass er sich etwas schwach fühlt. Das ist sehr dumm, Bruder, Schwester. Ihr solltet sagen, wenn etwas nicht gut geht. Hilft doch keinem, wenn hier jemand zurückbleibt. Mir geht's nicht gut, der ganze Dschungel geht mir auf den Sack. Rodrigo grinst ihn an, klopft aber Rindijan auf die Schulter, aber nicht so schlecht, dass ich glaube, dass es mir schlecht geht. Dann bin ich beruhigt, Yelejin. Dynar hebt die Hand. Mir geht's auch schlecht. Was ist los, Dynar? Ja, weiß ich nicht. Ich habe hier halt keine Lust mehr zu. Ja. Lust hat hier keiner mehr zu, aber die Mission ist lange nicht zu Ende. Wir müssen ein bisschen die Zähne zusammenbeißen. Vielleicht finden wir irgendwann mal eine Lichtung oder so, wo wir irgendwie mal einen Tag oder zwei oder wo wir wenigstens mal einen Tag ausschlafen können ohne Viecher. Ich weiß ja nicht, ob sowas hier gibt. Und er zuckt ein bisschen in den Schultern. Hoffen wir es wenigstens. Ich fühle mich die ganze Zeit irgendwie so beobachtet, als ob hier irgendwas in den Bäumen lauert. Oh, er lauert viel in den Bäumen. Da werden wir auch beobachtet. Meinst du echt? Guckt sich um. Guckt nach unten. Guckt zu den anderen Kronen. Ich hab da hinten was gesehen. Oh nee, war nur ein Moment. Vogel. Ich sehe ja auch überall was und andere schreiten hier was an. Jeder Affe brüllt mir hier in den Gehörgang, also keine Sorge, es geht uns allen so. Also wir sollten hier sicherlich die Augen offen halten, weil hier nicht mehr nur die Geschöpfe Ruhrs ja, zu finden sind. Aber ich glaube nicht, dass uns hier etwas Schlimmeres passieren sollte. Zumindest nicht hier auf dem Baum. Na gut, wenn ihr das sagt. Müssen einfach wachsam bleiben. Ja, dann kannst du entweder mit Ephadaios oder ohne ihn, ja, Dschungelfieber hin oder her, kannst du dann zu Vivon herantreten und ihn untersuchen. Ja, also ich spreche auch ein bisschen mit ihm. Ja. Also zum einen so ein bisschen, ja, so ein bisschen seelisch auf ihn einreden, aber zum anderen auch natürlich, um herauszufinden, ob ihn vielleicht irgendwas gestochen hat, was jetzt kein Moskito ist, ob er sich irgendwo, ja, okay, also irgendwo aufgerissen hat er sich ganz offensichtlich, aber ob irgendwas, was ihm aufgefallen war, ja, was da vielleicht verantwortlich gewesen sein könnte. Er kratzt sich gerade über seinen Arm, überlegt. Naja, gestochen, gebissen hat mich eine ganze Menge, aufgeschürft habe ich mich überall. Ja, ich glaube, das ist einfach nur das Wetter. Geht schon wieder, morgen wird wieder gut sein. Werde ich trotzdem einmal genau untersuchen. Sicher ist sicher. Dann brauche ich, wie gesagt, die Proben von dir. Die anderen können natürlich helfen, wenn sie wollen. Sieht so richtig gut aus. Du bist dir sicher, es ist kein Gift, zumindest. Überlege gerade. Nein, es ist kein Gift. Er bildet es sich aber nicht ein. Bist du nicht sicher, ob er sich einbildet? Die Wunden sehen normal aus, also keine offenen Stellen oder sowas. Jetzt mal abgesehen jetzt von den Mücken, die ihn da gepiesackt haben und die roten Punkte hinterlassen haben. Die
Streifdinger, die er da im Gesicht hat, die ihn aufgekratzt haben, nicht nur im Gesicht, sondern auch an den Armen. Oh, das sieht auch nicht so sehr aus, als ob da irgendwas Schwarzes eingedrungen wäre. Fehlt natürlich noch die Krankheit. Ja, damit kenne ich mich leider nicht aus. Damit kennst du dich nicht aus. Also ich würde mal fühlen, ob er Fieber hat, so weit reicht es vielleicht noch. Ja. Er klagt nicht über Fieber. Er ist zwar heiß, aber okay, alle sind hier irgendwie heiß. Zumindest ist er nicht kalt. Möchte jemand anderes auf Heilkunde Krankheit proben? Sonst ist es auch egal. Rodrigo kann das nicht. Rodrigo kann das nicht. Der kennt sich da nicht aus. Gut, ich habe von Krankheiten keine Ahnung. Dann, warte, FA3 hat es, ja genau, du hattest es, aber auch dein Charisma war wieder niedrig, das war das Problem bei dir selber damals. Du schaust ihn dir an, streckt immer kurz die Zunge raus, kannst keine Verfärbung sehen, du bist wohl offensichtlich nicht krank. Zumindest fällt dir nichts auf. Ja, dann, ihr seid wie gesagt müde, habt gegessen, freut euch jetzt auf die Nacht zum Ausruhen. Ihr wisst natürlich, dass ihr nicht regeneriert, aber naja, zumindest können die Füße dann kurieren für den nächsten Tag. Ich würde ganz gerne noch diese silberne Spange untersuchen, die Emira Misabu mir gegeben hat. So ein Clip fürs Haar. Da kann man natürlich seine Zöpfe mit nach oben stecken. Du hast vielleicht auch die ein oder andere davon im Haar stecken. Vielleicht nicht unbedingt in Silber, aber wenn man sich sehr modische Frisuren stecken will, dann braucht man die auf alle Fälle. Sie ist... Würfel mal auf... Ja, was haben wir denn an handwerklichen Fähigkeiten? Warte mal nach, Talente, Handwerk. Halle habe ich nicht so. Grobschmied, Graveur, wie so. Grobschmied oder Feinmechanik. Feinmechanik würde auch gehen. Also es ist eine relativ normale Spange aus Silber. Du bist ja nicht ganz sicher, ob sie versilbert ist oder ob sie wirklich aus Silber besteht. Schwer zu sagen. Könnte eine ganz normale Spange sein. Aber ich werde sie auch nochmal auf magischem Wege untersuchen wollen. Einen Odem sprechen? Genau. Also jetzt nicht im Detail mit einem anderen Lied untersuchen, aber zumindest mal... Möchtest du nur die Spange angucken oder Umgebung? Eigentlich nur die Spange. Okay. Dann würfel mal deinen Odem in die Box. Warum in die Box? Ja, weil wenn... Wenn sie wenig Magie drin trägt und du siehst es halt nicht, dann... Wenn dein Dämon Verschleierung ist, siehst du es vielleicht auch nicht, wenn du noch Sternchen nicht hast. Also das Problem ist, wenn du jetzt siehst, dass der Odem nicht gelungen ist, dann wirfst du halt einen Odem hinterher. Ja, ja, passt. Ne? Deswegen kommt der Odem in die Box. Du machst es halt einmal und danach bist du davon überzeugt, dass sie eben magisch oder nicht magisch ist. Ja, also ich sitze da im Schneidersitz mit der Spange vor mir und... Wummel dann irgendwann Odem Arcanum Senserei weht da ein Hauch von Zauberei. Und du konzentrierst dich auf die Matrix, lässt dich ein und siehst dann nur eine graue Spange in deiner Hand. Sie ist also nicht magisch. Okay. Ja, nehme ich mal so hin. Alles klar, habt ihr noch irgendwas vor, bevor ihr euch schlafen legt? Irgendwas Wichtiges, irgendwas Unwichtiges? Ich versuche mich wieder auf meinen Rucksack so zu legen, wie ich das sonst auch immer tue, ihn als Kopfkissen zu benutzen. Ah, nein, ich mache das, was ich gleich immer tue. Vor dem Schlafen gehen, einmal den Rucksack innen drin kontrollieren, alles rausräumen, alles reinräumen, wieder den Rucksack zumachen und mich dann schlafen legen, wenn nichts Ungewöhnliches dabei war. Nee. So, jetzt aber. Ja, also keine weiteren Vorkommnisse, die ihr treffen wollt. Dann dürft ihr versuchen, wieder zu schlafen. Die Affen klären aber genauso wie die Vögel laut sind und ihr keine Regeneration habt. Für Prinzipien sieht das anders aus. Der darf wieder 1W6-1 regenerieren. Vorher die Kunstprobe schmeißen und so weiter, auch ASP, wenn du willst. Dann kannst du regenerieren. Dürft mal bitte alle 1W6 werfen. Das ist erstmal die Regeneration. Und Rico die 1.
davor noch zwei weitere. Und einen von Jala noch. Vielleicht, Alter. Da ist. Gut, dann wird Jala wach. Und ja, wirklich geschlafen hast du, wie gesagt, nicht. Dein Kopf schmerzt. Die Affen plärren gerade. Du kannst sehen, wie auf der Nachbarkrone sie gerade an einem der Äste schütteln und ein paar Früchte von der einen zur anderen Seite werfen und sich gegenseitig da wohl beschmeißen. Och, sind die Nerven, dein Kopf schmerzt. Du blickst dich um, es ist mitten in der Nacht. Guckst kurz zum Stamm. Du bist ruhig, zumindest kein Baumwürger, der wieder nach oben kommt oder irgendwelche roten Legionäre, die jetzt gefressen werden. Alles ist ruhig. Eine Sinnschärfe, bitte. Auf Sicht. Da kommt sie. Das ist neu. Du kannst sehen, wie Rodrigo schnarcht wohl so ein bisschen. Ist er schnarchen oder schläft er wirklich? Ist ihm vergönnt, dass er schläft? Und dann verschluckt er sich einmal. Du siehst, wie eine kleine Spinne wohl in seinen Mund gekrabbelt ist, während er ihn offen hatte und in seinem Mund verschwunden ist. Hust einmal kurz, aber... Er isst ja gerne Käfer, er soll ihn bekommen. Muss wohl richtig sein. Du guckst kurz zu den anderen. Sie sind ebenso ruhig. Du kannst sehen, wie sich die beiden Söldner, Potro und Dynan, leise unterhalten, haben sich eine Astgabel nebeneinander genommen, schlafen nicht wirklich, sondern irgendwelche Söldnergeschichten, die sie sich erzählen. Du guckst kurz zu den anderen. Ist da gerade ein Tausendfüßler in der Verdaya aus Ohr gekrabbelt? Da gehe ich doch mal hin. Ja, erhebst dich, musst kurz aufpassen, dass du nicht vom Baum runterfällst. Du musst kurz unten hoch mit dem Kopf, versuchst dich mit der Schwummrigkeit so, ja, dran zu bewöhnen, weil du jetzt eben die ganze Zeit gelegen hast und dass du nicht das Gleichgewicht verlierst. Dann gehst du langsam rüber und stehst dann neben Ephadaios in der Baumkabel. Ich knie mich erstmal vorsichtig hin. Sieht man noch irgendwas von irgendeinem Tier, das da wohl rumkriecht? Nee. Das Ding muss wohl ziemlich lang gewesen sein. Und du kannst auch sehen, wie da es sich hier rumdreht. Das ist kein Schlafen, aber... Oh, ein Dorsch. Ach, mit Seesalz. Ich stupse ihn mal an. Bergnaden, wacht auf! Ja? Ja? Kreischen der Affen. Du hast brutale Kopfschmerzen, der Verdorch. Das ist brutal. Was ist denn? Oh, ich sag nicht auf. Aber ich glaube, ihr habt was im Ohr. Was? Nee, Wasser? Nein, ein Tier. Irgendein kleines, langes. Hinter dir hustet nochmal Rodrigo. Ich schau nochmal nach, ist dann noch eine Spinne? Ist eine zweite Spinne reingekommen. Ja, gut, dem gebe ich einen Tritt. Leicht. Oh, mein Kopf dröhnt auch übel. Oh, was? Oh, müssen die so laut kreischen? Scheinbar, ich schlafe noch ein wenig. Guckst dich kurz um. Auf den Tritt hin. Was ist los? Als du wach wirst, du hast so einen pelzigen Geschmack auf der Zunge. Bisschen bitter. Oh, ist das widerlich. Du hustest noch einmal und du siehst, wie irgendwas aus deinem Mund herauskommt. Ist das ein schwarzes Bein? Zieht man daran. Schmeiß es weg. Widerlich. Überreste vom Käfer oder sowas? Irgendwie sowas. Ja, dann was los. Ich weiß, ihr fresst gerne Käfer, aber diese Spinnen könnten giftig sein. Was für Spinnen? Die ihr die ganze Zeit esst. Ephadaios guckt sich kurz um. Magno schläft, alles gut, wie ein Hund eben müde ist, aber als du nach oben kommst, kann Jalan sehen, wie Blut aus dem Ohr von Ephadaios läuft. Euer Gnaden, ihr solltet... Ja, ich pack ihm irgendwie an den Kopf, versuche es so irgendwie zu gestikulieren, dann ich möchte euch nicht hauen. Hast du auch nicht genug, oder? Wische ihm das bisschen Blut da weg und halte es ihm vor die Augen. Seht ihr? Ich fasse selber mal an das Ohr. Wo? Was? Wenn da wirklich was ins Ohr? Guckt man mit seinem Finger ins Ohr rein?
Harlan redet ein bisschen leiser, hast du das Gefühl, auch die Affen sind leiser geworden. Jetzt kannst du zumindest schlafen, wenn's, ja, zumindest auf dem einen Ohr ein bisschen leiser ist. Prokest ein bisschen kurz rum, ein bisschen Finger an. Ja, ist ein bisschen Blut dran. Rote Farbe, Blut, keine Ahnung. Ich werde Elikara wecken, vielleicht hat die Wenn du dich jetzt auf die linke Seite drehst und dich in das Moos kuschelst, dann hast du auf dem rechten Ohr kein Gehör mehr und du kannst wunderbar schlafen, Ephataios. Endlich erholen. Das ist ein fürchterlicher Dschungel hier. Wechsel hier. Und er überlegt sich wieder hin. Er scheint in der Situation überfordert zu sein. Er weiß nicht, was die Leute von ihm wollen und legt sich immer wieder hin. Man sieht, wie er nochmal zum Wasserschlauch greift, nimmt einen kleinen Schluck in den Mund nimmt, den wieder ausspuckt. Ah, scheiße, Leder. Sich nochmal so ein Lederstückchen von der Zunge holt, es wegschnippt, den Wasserschlauch wieder zumacht und sich wieder hinlegt.